So, ist klar, wenn ich hätte mich als Dame umziehen können, aber oder zur Dame vielmehr, aber ich weiß nicht, ob eine Dame im Bayou, wo man doch relativ viel springen muss, ich weiß, ob das so das Gelbe vom Ei wäre. So, also wieder von hier oben aus. Ich muss sie anscheinend erstmal nur finden, oder wie? Ich muss mal so. Also ach, kann ich. Ich gucke erstmal, wo die sich alle befinden. Da werde ich ja sehen, ob es richtig ist oder ob es falsch ist. Aber trotzdem bin ich als Sklavin ja dann eher getarnt. Und werde nicht sofort von allen angegriffen. Okay, die beäugen mich kritisch. Können die meinetwegen tun. Also die Sklaven würden sie auch angreifen. Das ist egal, ob ich jetzt Sklavin oder Assassinin bin. Haie, Schmuggler sind ein wenig eigen. Das muss man einfach mal ganz... da so festhalten. Okay, wir müssen es also erstmal nur auskundschaften. Okay. Dann zurück zu Roussillon gehen. Oh, da ist ein Alligator-Ei in der Nähe. Meter, das ist nicht wenig. Okay, sah also ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Die Hauptsache ist, wir haben es geschafft. So, hier komme ich wieder nicht hoch. Also von hier aus. Wir müssen da lang. Na, also langsam würde ich auch mal gerne wieder ein paar Schiffe entsenden, ehrlich gesagt. Boah, wieso kann ich hier nicht durch? Es ist so unnötig. Es ist so unnötig. So. Einfach nur kurz Umweg. Das war's. Okay, hier kann ich über die Brücke. So, okay. Dann gehe ich doch mal durchs Wasser. Exzellente Arbeit. Du wärst nicht zufällig daran interessiert, ein paar der Lager für mich zu eliminieren, wenn ich dir die Karte gebe? Ich würde es tun, und zwar für Sans Danger. Wie du willst. Jeden Schatz, den du findest, teilen wir. Zwei Drittel für mich, ein Drittel für dich.
Oh, wirklich? Na gut, 50-50 dann. Na gut, du weißt, ich widerstehe dir nicht. Nimm alles, jetzt los. Geh! Okay, es war jetzt cool. Einfach mal kurz mit der Machete rumgefuchtelt und schon, ne? So kann man auch verhandeln. So. Hier ist unerforschtes Terrain. Ist es das Gebiet, wo wir nach New Orleans... Ja, genau. Ich hatte es mir gedacht. Oh, hier ist nämlich die nächste Detektivmission. Aber da wir uns ja direkt an der Hauptmission befinden, würde ich sagen, dass wir die auch direkt jetzt mal annehmen. Und ich stelle gerade fest, habe ich vorhin schon festgestellt, aber jetzt sehe ich es erst richtig. Wenn wir als Sklavin spielen, geht der Bekanntheitsgrad der Assassinen automatisch zurück. Falls das erklärt wurde, habe ich es nicht mitbekommen. Aber finde ich extrem cool. Das vereinfacht das Ganze nämlich so ein bisschen. Dann bleiben wir die Sklavin. Wie gesagt, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann nur noch bei einem Balken. Als Assassinen. So, den Aberglauben der Schwachen gegen sie einsetzen. Die Macht des Voodoo. Adlerauge benutzen. Ah, die Hinweise möchte ich diesmal nicht irgendwie mir angucken. So, ich muss einfach nur den folgen. Schätze ich. Ah, okay. Agathe. Wer? Wer ist da? Du siehst aus wie eine treue Schülerin, die ich einst hatte. Vor langer Zeit. Sie existiert nicht mehr. Mentor, ich weiß, du hast an mir gezweifelt. Aber meine Reise war nicht umsonst. Sieh, was ich fand. Du hättest es dort lassen sollen. Hast du eine Vorstellung von seinem Zweck, seiner Macht? Ich hoffte, du könntest es mir sagen. Hättest du es nicht ans Licht gezerrt? Niemand müsste davon wissen. Ich will es nicht sehen. Vergrab es und vergiss es. Zermahl es zu Staub. Stecke es unter ein Alligatornest. Nie, nie wieder will ich es sehen. Also gut. Ich dachte, du würdest es als Loyalitätsbeweis akzeptieren. Meine, jemand sagte mir, wo ich es finden kann. Du solltest dich niemals von Geschwätz leiten lassen. Und nun geh. Nicht ohne eine Warnung, Mentor. Du bist hier in Gefahr. Sage ich dir das nicht schon seit Jahren? Dummes Kind. Diese Gefahr ist neu und sehr ernst. Ein Mann, Vasquez. Ich weiß davon. Er besticht spanische Soldaten. Doch ich weiß schon, wie ich sie überliste. Ich mache mir ihren Aberglauben zunutze. Lass mich helfen. Könnte ich dich davon abhalten? Du wirst sehen. Meine Treue ist echt. Nun gut. Hör mir gut zu. Versuche, diesem Plan zu folgen. Ich verteilte Zeichen, die die Europäer in Angst und Schrecken versetzen werden. Wenn du die Anweisungen beherzigst, folgst du ihnen von Zeichen zu Zeichen und eliminierst sie lautlos, damit es wirkt wie ein Voodoo-Fluch. Und dann?
Ein Fluch mag ihnen Angst machen, doch reicht das, um neue Rekruten abzuschrecken? Noch mehr Fragen? Ich dachte, du willst mir helfen. Ah, endlich Stille. Geh nun, bevor du den Moment ruinierst. So, einen sicheren Aussichtspunkt finden und auf Patrouille warten. Okidoki. Würdet ihr sagen, der Agathe ist ein bisschen unsympathisch? Also ich würde sagen, jo. So. Die Frage ist jetzt nur, wo genau befindet sich der da? Na gut, da können wir ja relativ simpel rüber. Wir müssen dann nur ein bisschen schwimmen. Na ja, probieren's. Ich muss übrigens sagen, das Wasser sieht sehr gut aus, finde ich. Also, muss man echt sagen. So, der sichere Aussichtspunkt. Sie! Ein... Wie kindisch kann man sein? Da ist nichts. Was tust du denn da? Was glaubst du? Ich entferne es. Tu's nicht! Wir werden verflucht! Oh, wir werden verflucht! Ich habe richtig Angst. So, Schnellgefeile benutzen. Muss ich irgendwas beachten noch? Kurz gucken. Weil es mit einer Minute vorhin habe ich auch nicht einfach mitgekriegt. Anker T innerhalb von einer Minute. Ist wahr. Das mache ich mal nach hinten. Abrücken! Hier ist es nicht sicher! Auf der anderen Seite bleiben sollen. Ah, fuck. Ach, Amelie, beweg dich doch mal, Mann. Dio santo, mehr Voodoo. Deserteur, komm zurück! Du kommst mir vor Standgericht! Was? Okay. Weiter ein bisschen geht's, gedauert. Männer. Und diesmal haltet die Augen auf und die Sinne beisammen. Möge der Herr über uns wachen. Ein bisschen gedauert, bis die Kugel ihn erwischt hat. Das war wahrscheinlich sogar so gewollt, dass wir von diesem
Gebüsch aus, auf die schießen, weil die Gebüsche sind überall jetzt hier. Also haben wir die Wahl, ob wir über die Bäume oder... Oh Mann! Durch die Büsche gehen. Warum? Da muss gerade zufällig einer in meine Richtung hervorgeguckt haben, weiß nicht. So am Rennen. Deserteur, okay. Komm zurück! Du kommst in das Standgericht! Weiter geht's, Männer! Und diesmal haltet die Augen auf und die Sinne beisammen! Möge der Herr über uns wachen! Also so viel sind es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, muss man mal ganz ehrlich sagen. So einfach geht das. Das war lustig. Wo liegt die Leiche noch da? Kann ich die plündern? Nein, leider nicht. Hat schon jemand weggeräumt. Okay. Gut. Das ist aber wichtig, hier ein bisschen Verordnung zu sorgen im Bayou, dass man auch die ganzen Leichen mal wegräumt. Finde ich schon in Ordnung. Oh, wir sind in der Nähe dieser schönen Mission hier, Detektiv. Ja. Also sie wurden nach wie vor noch nicht von einem Alligator verspeist, also... Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen dumm. Ich glaube, ich das bedarf. Doch, wo ich nicht gedacht. Okay. So, dann... Den Plan der Banditen durchkreuzen. Zeugenschutz. Keinen offenen Konflikt mit den Wachen eingehen. Das Lager des Mörders finden. Den Zeugen befreien, keinen offenen Konflikt auslösen. Okay. Gemeine Kombination. Ich habe nicht viel Zeit. Shit. Ja, bitteschön. Ach, wie nützlich. Befragt den zweiten Zeugen und stellt sicher, dass er noch niemandem erzählen konnte, was er sah. Räumt hinter euch auf. Ich hinterlege weitere Anweisungen am üblichen Ort. Was? Okay.
Okay, habe ich jetzt nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber ich würde sagen, dass wir das direkt nochmal schnell wiederholen. Das war jetzt Detektiv. Ah, da wird es uns ja auch angezeigt. Ja, bitte. Habe ich nicht mitbekommen jetzt. Ich war am Anfang zu langsam, glaube ich. Ich muss die beiden Patrouillen, also patrouillierenden Wachen, muss ich mit einem Schnellgeil ausschalten und die anderen beiden dann einfach mit der doppelten verborgenen Klinge. So, fangen wir direkt mal an jetzt hier. Nicht so viel Zeit verschwenden wie vorhin. Na, warten wir kurz, bis er wirklich tot ist. Merci. So, jetzt haben wir's. Es haben nur keine Leiche da. Ah doch, das sind zwei Stück rechts daneben. Ja, haben wir. So, ein bisschen Geld und Munition. Aber wir haben nicht, die durften noch mitnehmen, die Munition.